Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, Zuschauer und Abonnenten meines Kanals. Ja, wir machen weiter mit einer Folge Let's Try Dragon Farm. Ja, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Das ist doch eine gute Frage. Ich denke, wir waren bei dem Schönheitswettbewerb und haben da klicklich versagt. Ja, ich weiß nicht genau, wie das hier nochmal mit der Steuerung ist. Dass ich einfach hätte die richtigen Richtungen drücken hätte müssen. Und, da hat man ja gesehen, diese komische Leiste hier unten, die da sich immer füllt. Und ich denke, man darf die immer erst kurz vor Ende drücken, wenn das im grünen Bereich ist. Dann macht er eine gute Bewegung. Also, da werde ich demnächst mal, drauf achten, wenn wir nochmal so einen Schönheitswettbewerb machen. So, Spiel fortsetzen. Ja, wir haben schon den 11. Monat. Da ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Und wir müssen unbedingt noch Gold verdienen. Deswegen hätte ich vielleicht eventuell ein paar Tägchen länger machen müssen. Dies hier ist ein Wachturm, der Platz für bis zu 4 Wachen bietet. Sie werden ihr Möglichstes tun, um Eindringlinge von deiner Farm fernzuhalten. Und das ist sicherlich keine leichte Aufgabe, denn erfolgreiche Drachenzüchter machen sich viele Feinde. Genau. Hier ist eine Wache drinne. Und man kann bis zu 4 Wachen einstellen. Man kann sogar noch einbauen. Ich glaube, der Wachturm kommt dann auf eine andere Seite. Ich weiß natürlich nicht. Wir haben jetzt gerade mal einen Drachen und einen Kampf gewonnen. Der Zevrix ist... Der Drache fährt spazieren. Der ist auch gar nicht da. Der ist ja noch drüben in der Stadt. Oder ich habe die Runde noch nicht beendet. Das kann natürlich sein. So, gucken wir mal, was im Wagen steht. Zur Farm schicken steht da jetzt. Okay, dann machen wir das doch mal. Und, ja, ich würde sagen, da wir hier sowieso erstmal nicht so viel zu tun haben, schicke ich ihn einmal zurück zur Farm. Kann er sich ein bisschen ausruhen. Und, ja, ein bisschen Pause machen. Und ich schicke nämlich den Wagen jetzt wieder zurück. Und ich finde das nur so komisch. Ich hatte den doch schon einmal abgegradet. Das ist wahrscheinlich, weil ich den Patch nicht installieren kann. Ich habe nämlich gelesen, dass der sich immer wieder zurücksetzt auf die erste Baustufe. Das ist natürlich sehr geil. Und den Patch kann ich nicht downloaden, weil es den kaum noch gibt. Die eine Seite, da steht er zwar, aber da kann ich nicht auf den Download-Button klicken. Und ja, und die einzige Seite, die noch einzigen ist, war die Seite. Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall müsste ich mich da anmelden, um den zu downloaden und sowas nervt mich immer. Warum muss man sich immer überall anmelden, um sich einen Patch downzuladen? Das ist doch zum Kotzen. So. Dann schicke ich jetzt den leeren Wagen wieder in die Stadt. Ich gehe wieder auf die Karte. So, ich möchte nämlich jetzt nochmal gucken und die Futtermischausbildung machen. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür genug Geld habe. Erstmal speichern, bevor ich das mache. Deswegen gucke ich mal. Ach, ich darf erst mit dem reden, wenn ich einen Wagen habe, wa? Dann bretten dich mal die Runde. So. Dann gehen wir mal wieder in die Stadt. So. Jetzt habe ich einen Wagen hier, ne? Mal gucken, wie teuer die ist. Boah. Bereits im Lehrgang. Das ist ja auch krass teuer, oder? Ob ich das mache? Ich glaube, ich lade nochmal, bis ich mehr Geld habe. Ja, Spiel beenden. Spiel laden. Und das hier bitte. So. Kurz den wunderbaren Ladescreen ansehen. Schnell in die Stadt gucken. Der Wagen müsste ja noch nicht da sein. Nee, Runde beenden. So, man wird immer wieder auf die Übersichtskarte platziert. Ja, auf die Kartenansicht. So, leerer Wagen. So, ich hole jetzt mal ein bisschen Diätfutter dazu. Mann, ist das alles teuer. Spezialfutter. Ich habe ein magische Kräuter. Was bringen die? Und dann hole ich nochmal ein bisschen Mastfutter dazu. Und dann ist mein Wagen auch schon voll. Herrlich. Ja, dann schicke ich den mal wieder zurück zur Farm und beende die Runde.
Das geht echt schnell. Also ich habe nur 48 Monate. Da kann ich ja nicht viel starten. Hätte ich jetzt gewusst, dass die Runden hier so schnell vorbeigehen. So, ihm geht's gut. Dann werde ich ihn... Jetzt müsste der Wagen ja wieder hier sein. Dann werde ich den lieben Drachen jetzt mal wieder in die Stadt bringen. Und ab in die Stadt. Und Runde beenden. So, dann gehen wir mal in die Stadt. Und dann will ich mal jemanden herausfordern, denn ich muss unbedingt Gold verdienen. So, Spiel speichern. So, Spiel fortsetzen. Dann gucke ich mal. Ein Turnier, cool. Dann melde ich mich mal an. In 3 Monaten, also im Monat 18, habe ich mich jetzt mal angemeldet. Aber ich möchte trotzdem jemanden herausfordern. Das heißt, ich gehe mal auf die Map-Übersicht und guck mal, wen ich da so herausfordern kann. Am besten die ja Farm ihn. Von Ansen Vogdal. Hier haust Ansen Vogdal, der garstige Zwerg. Okay, irgendwie kann ich dann keinen herausfordern. Das ist ja auch geil. Kann ich dann meinen Drachen irgendwie... Oh Gott, war die Anmeldung so teuer? Trainieren lassen? Fernkampftraining, Krafttraining, Geschicklichkeitstraining, Lauftraining. Mach mal ein bisschen Krafttraining. So, wie lange dauert das jetzt? Ich drehe mich mal im Kreis. Nein, ich beende mal die Runde. Ja, das kann man ja auch gut gebrauchen, dass sie die bekommen. Gehen wir mal zur Mail-Übersicht. Turnier, sehr geehrte Drachenzüchter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in 2 Monaten wieder einmal unser beliebtes Turnier für Kyrm Mildrak stattfinden wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen würden mit freundlichen... Ja, dann kann ich da nicht teilnehmen, oder was? Sehr geehrte Drachenzüchter, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass in 2 Monaten wieder einmal unsere beliebte Show stattfinden wird. Wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen würden. Die Showleitung. Okay, das ist auch schon wieder eine Show. Mann, das geht ja richtig ab hier. Beides zur selben Zeit, wa? Wie lange dauert denn das jetzt? In der Trainingsanlage? Oder ist mein Drache schon wieder hier drin? Ja. Ich packe ihn nochmal raus. Jetzt müsste ihm es ja nicht mehr so gut gehen. Heiler. Nicht nur die Zeit heilt alle Wunden. Ja, dann heil ihn mal. So. Beende ich mal wieder die Runde. So, mal gucken. Showplattform. Ach, ich muss mich hier noch anmelden. Okay, noch 1 Monat. Bereits angemeldet. Ja, geil. Ich darf eigentlich gar nicht mit so einem Drachen, weil Kyrmhydrakt. Reiner Kampf, Kyrmhydrakt. Kämpfe bisher gewonnen. Das ist ja auch geil. Ach, ich habe gar keinen Kyrmhydrakt da angemeldet, sondern einen ganz anderen Drachen. Warum geht denn das? Ja, okay. Der müsste hier drinnen sein. Genau, dann warten wir noch eine Runde. Und jetzt müsste es ja stattfinden. So, geh mal raus hier. Und dann, ja, speichere ich mal auf den Sicherheitsspielstand. So. Und dann wollen wir mal loslegen, war Runde beenden. Ah, du hast keinen Drachen bereit. Willst du die Runde wirklich... Ja, das ist so geil. Bereits angemeldet. Und ich darf hier gar nicht teilnehmen. Aber Hauptsache mein Preisgeld nehmen, ne? Das ist ja wohl das, mein Kapital nehmen. Das ist ja wohl das lächerlichste ever. Ja, muss ich ja wohl, ey. Kann hier 1680 verdienen. So, jetzt sollen wir das mal richtig machen. Oh, müssen wir immer die erst sehen? Nein.
Will ich nicht. So, jetzt kommt Zevrix. Erzähl mal, was du kannst. Mach mal beim grünen Bereich. Ja, hallo liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Ja, ich habe wieder mal eine wunderbare Nachricht, wie schon im letzten Video zu verkünden. Die Aufnahme ist schon wieder abgebrochen, sagen wir mal so, weil Dragonfar meinte, sich wieder zu beenden zu müssen. Ich meine, ich bin überhaupt schon froh, dass das Spiel so stabil auf Windows 7 läuft, aber diese Abbrüche nerven doch schon ganz schön krass und Bandicam bricht dann einfach auch ab. Wenn das Spiel abkackt, dann kackt die Aufnahme auch ab. Ich kann zwar die Aufnahme teils retten, aber das Problem ist, dass Bandicam die circa nur für 10 Minuten fixen kann. Und ja, ich mache dieses Video jetzt gleich hinten ran an die Aufnahme. Ich werde euch jetzt einmal was sagen. Ich werde Dragon Farm jetzt zwar weiterspielen, aber nicht mehr so, wie ich es vorhatte, denn sagen wir mal, das Spiel ist einfach ziemlich unfair, finde ich. Denn das Geld geht weg wie warme Semmel und man kann irgendwie gar nicht so richtig in den Genuss kommen. Man versteht das alles nicht am Anfang. Ich weiß, ich bin da vielleicht auch ein bisschen luschig, aber ich denke, ich werde das jetzt mit Cheats spielen. Das werde ich auch ganz, ganz offen in die Videobeschreibung schreiben, dass ab diesem Part Cheats benutzt werden. Und gleich auch am Anfang des neuen Parts, also dass da Cheats benutzt werden. Also wer das ab sofort nicht mehr sehen möchte wegen den Cheats, der kann das dann jetzt beenden, das Let's Play, wenn er keinen Bock mehr hat. Denn ich werde das mit den Cheats ausgiebig testen, das Spiel ausgiebig tryen und Let's Playen und alles aufbauen und so viele Drachen wie möglich fangen und zu züchten. Ja. Und genau, das, dann wisst ihr das. Genau. Und dann sehen wir auch uns wieder im nächsten Part. Ihr wisst Bescheid. Und ja. Genau, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.